Ich möchte heute mit euch über ein Vorhaben sprechen, über ein neues Thema sprechen, das sich in den letzten Wochen bei mir ergeben hat und das ich auch in die Praxis umgesetzt habe. Und das ganze Ding möchte ich nennen die 20% Revolution. Dabei geht es darum, dass wir die Karma-Lehre von Ursache und Wirkung tief verstehen und begreifen, dass regelmäßig wiederholtes Karma sowie gewichtiges Karma dazu führen wird, dass sich unser Leben mittelfristig extremst verändern wird. Dass wir den Motor des Wohlstandes richtig warm und heiß laufen lassen und in einem hohen Gang aufs Gaspedal treten können und sehr, sehr weit kommen. 20% zu spenden, Monat für Monat von unserem Nettoeinkommen, ist definitiv eine Revolution. Und glaubt mir, wenn man sein Gehalt bekommen hat und man weiß, wie Karma funktioniert, es geht nicht anders. Man kann als menschliches Wesen nicht weiterkommen, menschlich, wirtschaftlich, wenn man nicht gewichtig anderen Menschen hilft. Und dann nützt auch nichts, dass Leute da kommen, oder da nützt es auch nichts, wenn da Leute kommen, die ewigen Zweifler, ja, die ewigen Betonköpfe, die einem erzählen, man würde das ja nur machen, weil man ja was raushaben will. Und genau das ist es ja nicht. Und ich versuche immer wieder Beispiele zu bemühen aus dem praktischen Leben, wo wir auch nicht auf solche komischen Beispiele kommen würden. Also wenn ich doch Ingenieur bin, wenn ich doch Architekt bin, ja, und ich weiß, dass es die Schwerkraft gibt, dann springe ich nicht aus dem 10. Stock. Ja. Wenn ich das weiß, wenn ich weiß, dass es die Schwerkraft gibt, und dann, wenn ich mich mit Aerodynamik beschäftige, dann weiß ich, wie Auftrieb funktioniert, dann kann ich Flugzeuge bauen. Also ich kann einerseits fliegen, andererseits springe ich nicht aus dem 10. Stock. Es geht nicht anders. Ich kann nicht aus dem 10. Stock springen und sagen, das wird alles gut. Das ist einfach Quatsch. Und das ist dasselbe Naturgesetz, gilt für Karma. Ursache und Wirkung, ja, sind analog zueinander. Und nochmal, wenn ich Zitronen sehe, werde ich nichts anderes bekommen außer Zitronen. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Wenn ich weiß, dass die Produktion von Wohlstand nur daran hängen kann, dass ich ja mit materiell zumindest mal andere Menschen unterstütze, ja, das ist das Logischste und das Menschlichste, was ich tun kann, anderen Leuten zu helfen. Ganz offensichtlich. Und zwar regelmäßig zu helfen und gewichtig zu helfen. Ja? Ich kann jedem nur empfehlen, die eigene Spenden- und Freigebigkeitspraxis auf ein Level zu heben, wo eine Energie durch den Körper zieht, und zwar eine positive Energie, wo man das richtig fühlt, ja, wenn man spendet. Ja, weil wenn man einen halben Prozent spendet, ja, dann fühlt man da gar nichts. Das ist nichts. Man muss es im ganzen Körper spüren, diese positive Energie. Ja. Die Wahrheit ist natürlich,
dass die meisten es da nie hinkommen werden. Das ist die Realität. Viele werden ihrem Ego verhaftet bleiben. Und ich habe Studien gesehen aus Amerika zum Beispiel. Da gab es kirchliche Organisationen, die mal geguckt haben, wie viel so im Schnitt die eigenen Gläubigen quasi spenden. Denn es gibt ja im Christentum und auch im Judentum gibt es ja das Prinzip des Zehnten. Ja? Wenn man im Alten Testament guckt, also dass man den Zehnten quasi spendet, und dafür wird auch im Alten Testament die Wirkung prophezeit, dass man relativ wohlhabend sein wird, beziehungsweise man wird Frieden haben und Geld haben. Ja? Und da gab es eine Statistik, wo man herausgefunden hat, dass in kirchlichen Reihen die Leute zwischen 2-3% spenden. Und das sind religiöse, spirituelle Leute. Ja? Und wenn das im religiösen, spirituellen Bereich so ist, ja, so armselig, ganz klar armselig, wie ist es dann mit Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben? Es gibt Menschen, die leben lebenlang und deren Spendenpraxis bezieht sich letztendlich darauf, dass man vielleicht ein paar hundert Euro in seinem ganzen Leben, wenn überhaupt, mal gespendet hat. Bewusst, absichtlich. Natürlich kann das keine Wirkung haben. Aber wenn du diese paar hundert Euro jeden Monat spendest und einen Plan hast, wie diese Welt funktioniert und dich auf deine Spiritualität konzentrierst, dann kann die Revolution in deinem Leben nicht weit sein. Dann kann es nicht weit sein. Und diese Spendenpraxis wird nicht nur dazu führen, dass quasi, dass man Geld anzieht, ja, sondern sie wird auch dazu führen, dass unser Geist sich ändert, dass man anfängt, Dinge zu denken, die vorher nicht da waren. Und nicht, weil man zwanghaft ans Geld machen oder ans Business machen denkt. Das wird auch automatisch kommen. Ja? Und es wird auch automatisch kommen, dass man auf Leute trifft, mit denen man was starten kann. Unser ganzer Weg wird sich öffnen, wird positiv werden, wird ein Segen werden. Das geht nur, wenn man spendet. Man kann es nicht erzwingen. Dieses ganze Networking, ja, wo letztendlich Beziehungen geknüpft werden, wo am Ende jeder seinem Ego hinterherläuft. Networking im echten Sinne kommt automatisch. Von ganz alleine kommen die Leute. Da brauchst du nicht hinterherlaufen. Ja. Da brauchst du gar nicht wirklich hinterherlaufen. Wenn deine Spendenpraxis vernünftig ist, gewichtig ist, regelmäßig ist und du die Prinzipien wirklich verstanden hast, dann wird die Revolution in dein Leben kommen. Allmählich wird sie kommen. Ja? Und da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. So, ich habe jetzt den ersten Teil aufgenommen. Ich habe aber gemerkt, dass ich einen Gedanken vergessen habe, noch darzulegen, und zwar den. Es gibt ja, und das ist sehr populär geworden, die letzten Monate und Jahre, das Konzept Law of Attraction, wo Leute quasi die Philosophie vertreten, man würde Wohlstand, Glück und so weiter quasi in sein Leben ziehen, indem man einfach darüber nachdenkt. Und ganz ehrlich, aus spiritueller Sicht, auch aus Buddhas Sicht, ist das der größte Quatsch. Ja? Es gibt ganz klar im Pali-Kanon, ganz klar, und das ist auch in allen anderen Religionen so. Jede authentische Religion lehnt das ab, weil das einfach Wunschdenken ist. Das ist Religiosität für Kindergarten. Glaubt ihr ernsthaft, man kann etwas produzieren, ohne eine Ursache gelegt zu haben? Und die Ursache muss, wie gesagt, analog sein zu der Wirkung. Ja? Aber nochmal, das kann nur funktionieren, ja? Wenn du, wie gesagt, die Ursache gelegt hast. Und die Meinung zu vertreten, dass man quasi nur durchs Denken dahin kommt, ja, das ist offensichtlich falsch. Und der Buddha sagt ganz klar im Pali-Kanon, die Leute sollen nicht so rumheulen, wenn sie zum Beispiel langes Leben haben wollen, sondern sie müssen die Ursache legen, damit man langes Leben bekommt. Sie müssen die Ursache dafür legen, dass man gesund ist,
Man muss die Ursache dafür legen, dass man Wohlstand bekommt. Weil wenn es nur durch Gebet und durch Jammern ginge, ja, das machen wir doch schon alle, dann würden wir doch alle lange leben und Wohlstand haben. Aber das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Warum? Weil es durch Rumjammern und nur durch Gebet nicht funktioniert. Ja? Selbst in der monotheistischen Religion wird ganz klar gesagt, du kannst natürlich beten, dass dein beruflicher Werdegang gut ist, aber das muss kombiniert sein mit Freigebigkeit und natürlich mit Sittlichkeit. Keine Religion, authentische Religion, behauptet so einen Quatsch, dass man mit ein bisschen Denken und Wunschdenken, ja, am Ende seine Ziele erreicht. Ja? Und das muss uns schon im Westen nachdenklich stimmen, dass Menschen, erwachsene Leute, sowas glauben. Ja, das ist eine Regression in einen kindlichen Zustand. Und das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Und davon muss man ganz schnell weg. Es ist gefährlich, weil man blind einer Philosophie folgt, die, wenn man logisch mal drüber nachdenkt, nicht funktionieren kann. Sie kann nur funktionieren, wenn die Ursache mitgelegt wird. Ja? Sonst nicht. Das ist wie, wenn ich ein Auto habe und da ist gar kein Motor drin. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich auf der Autobahn 180 fahre. Ja, ist aber Wunschdenken. Dieser Wagen wird nie fahren. Warum? Weil da kein Motor drin ist. Ja? Also wenn ihr wirklich das alles wollt, müsst ihr ihr könnt ja von der Wirkung her die Ursache bestimmen, weil sie ja analog sind. Ja, und dann macht ihr das. Und ihr hört auf, das Gegenteil dessen zu machen, weil es ist nämlich negatives Karma und das zerstört euch eure Früchte.